Also warum ist das denn so, dass die CDU immer weiblicher wird? Also Ursula von der Leyen, Sie, Ronald Pofalla. Die CDU-Männer geben ein Bild ab, das selbst Alice Schwarzer die Tränen in die Augen treibt. Ich bin hier und suche den letzten Mann der CDU, um ihm das hier zu verleihen. Die goldenen Eier. This is a man's world. This is a man's world. Was passiert eigentlich nach so einem Parteitag? Die Frauen treffen sich auf eine Zigarre, einen Cognac, reden über Politik und die Männer wischen nochmal vor euch durch? Oder wie sieht das aus? Ja, die kommen auch gut in die Ecken rein. Mir wurde gerade gesagt, Sie sind ein wichtiger Mann in der CDU. Gut, ich bin gestern in den Bundesvorstand gewählt worden. Oh, ja. Herzlichen Glückwunsch. Und früher war ich Bundesverteidigungsminister. Ja, ach Mensch, da setze ich mich doch mal, das klingt ganz gut. Okay. Hier gibt es richtige Männer, aber ich meine, das ist ein Vorteilswissen, was ich habe. Das gebe ich nicht preis, da wäre ich ja unklug. Ja, ja. This is a man's world. This is a man's world. But nothing. Frau Merkel, eine kurze Frage. Keine Frage jetzt. Keine Frage jetzt. So werden die Männer hier unterdrückt. Das ist unfassbar. Wie bewerten Sie die Männer in der CDU auf einer Männlichkeitsskala von 1 bis 10? 1 ist Siegfried, 10 ist Roy. Als Mann so eine Frage zu beantworten, ist natürlich heavy. Also ich würde mal sagen, maximal 4. 4, das sind eher so die weißen Tiger, würde ich sagen. Ich bin als Mann in der CDU, wenn es da schöne Frauen hat. Auch. In der CDU schöne Frauen? Ja. Wo es schöne Frauen sind, gefällt es mir auch. Also ihr habt den Eindruck, die CDU wird immer weiblicher? Ja, aber es gibt noch genug starke Männer. Einer steht ja vor Ihnen. Ach so. Ja. Ach, Frau Klöckner, die finden Sie scharf? Finde ganz toll. Ja, scharf, ganz toll. Scharf, ganz toll, ja. Er findet sie scharf. Er findet sie scharf. Auch Abitur und Führerschein. Oh. Da gehen Sie ran jetzt, Mensch, hier. Also warum ist das denn so, dass die CDU immer weiblicher wird? Also Ursula von der Leyen, Sie, Ronald Pofalla. Wir suchen ja den letzten Mann in der CDU und ich finde, Sie sind so ein Typ, Sie sind noch ein echter Kerl und deswegen möchten wir Ihnen eigentlich Folgendes verleihen, die goldenen Eier. Herzlichen Glückwunsch. Und das nehmen Sie dann für die Comedy oder was? Nein, wir meinen das durchaus ernst. Sie also, sind noch ein Kerl, der... Dazu kann man dann durchaus stehen. Toll, ich konnte meine Eier in die Hände von Volker Bouffier legen. Und damit gebe ich beseelt zurück nach Köln.